Was haben Bibel und Koran gemeinsam und was auch nicht? Oh, jetzt muss ich was machen, das habe ich jetzt hier in dieser Serie noch nie gemacht. Wenn Sie es genau wissen wollen, ich habe gerade ein Buch dazu geschrieben, ein ganz dickes, 1000 Seiten. Oh Gott, ja. Ja, nun, Koran und Bibel nebeneinander, da kann man es genau sehen. Gemeinsam sind zum Beispiel die Personen, über die gesprochen wird, also Adam, Noah, Abraham, Mose, Jesus, Maria etc. Zweitens, die Lehren für das Zusammenleben sind oft sehr ähnlich. Also wir kümmern uns um die Armen, um die Witwen, um die Waisen, die auf der Reise sind etc. Und dann drittens, der Lob der Schöpfung Gottes, die Weisheit seiner Werke, die wunderbare Welt des Wassers und der Wälder etc. Da gibt es große Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede betreffen vor allen Dingen das Gottesbild, Stichwort Trinität, und Jesus und was darüber gelehrt wird. Also vieles gemeinsam, große Unterschiede.